10.000 Lumis versus das sicherste Haus in ganz Minecraft. Was denkt ihr, wer ist stärker? Schreibt's in die Kommentare und jetzt viel Spaß. Oh, das Tor da hinten wird nicht mehr lange standhalten. Schau mal, da sind schon ein paar, die versuchen, das Tor aufzubrechen. Schau mal, da hinten sind ein paar Sachen. Wir müssen uns irgendwas... Oh, Brexy, nein, hör auf zu weinen. Wir schaffen das. Okay, lass uns mal umschauen. Brexy, das sieht alles sehr, sehr hilfreich aus. Das ist von dem alten Militär, weißt du? Lass mal die ganzen Fässer hier durchsuchen. Vielleicht finden wir hier irgendwas. Okay. Was ist hier drin? Wow, Lumi, guck mal da rein. Oh, was hast du denn, Brex? Lava, Spike Traps, Kettensägen, Bunkertüren, Munition, Laser, Toxinminen. Daraus können wir einen richtig krassen Bunker bauen. Das ist vom alten Militär, Brexy. Ja. Lass hier mal ein Loch graben. Helf mir mal, Brexy. Komm schon. Oh, genau so. Okay. Ich mach da jetzt die Luke hin, okay? Ja, let's go. 3, 2, 1 und... Oh. Oh. Das sieht ja oberhammermäßig aus. Oh ja, mach auf, mach auf. Brexy, du musst mir helfen, das ist zu schwer. Ich krieg das doch gar nicht auf. Komm schon. Bei 3, 1, 2, 3. Zack. Und drück. Das ist perfekt. Da können wir uns einen richtig krassen Bunker bauen. Ich mach die Tür jetzt zu, okay, Brexy? Okay. Okay, okay. Und zack. Brexy, kannst du mich hören? Ja, du mich? Ich kann dich hören, sei vorsichtig. Okay, du auch. Okay. Okay, okay, Leute. Oh, die Klons warten schon vorne am Eingang. Die Tür hält das nicht mehr lange aus. Wir müssen uns jetzt beeilen. Ich glaube, als allererstes mache ich einen kleinen Graben mit Lava hier drum, damit der Bunker ein bisschen besser geschützt ist. Brexy, das sieht gut aus. Ich glaube, das haben wir gut hinbekommen. Ja. Okay, okay. Aber wir dürfen uns nicht drauf ausruhen. Ansonsten... Oh, mein Arm! Nein, es tut mir leid. Ich wollte das nicht. Brexy, du hast meinen Arm angeschossen. Tut mir leid. Das kommt nicht wieder vor, okay? Du musst da aufpassen. Ich brauche meine Arme noch, Brexy. Okay, Entschuldigung. Brexy, du weißt, ich mag dich, aber bitte gib mir die Waffe, solange wir sie nicht brauchen. Nur zur Sicherheit. Was hast du dir denn da gebaut? Eine Shotgun. Okay, okay. Die packen wir lieber erstmal weg, Brexy. Okay, Entschuldigung. Okay, Leute. Was auch immer Brexy hier okay, er ist ja echt noch nicht weit. Das müssen wir auf jeden Fall ändern. Habt ihr eine Idee? Schreibt mal in die Kommentare, was ich hier am besten bauen soll. Ich hab an etwas ganz Besonderes gedacht. Und zwar habe ich hier noch so eine Hightech-Tür. Die ist mega sicher. Die müssen wir benutzen. Schaut mal. Drück. Und ich glaube, ich hab... Ja. Das ist eine coole Tür. Oh, Brexy, die ist ja ultimativ sicher. Schau mal, wie die aufgeht. Oh, Brexy, da haben die Lumiklons keine Chance. Schau dir das an. Niemals. So, okay, okay. Ich bin jetzt fertig. Ich habe jetzt hier überall Stacheldraht hingemacht. Guckt euch das an, Leute. Sieht das nicht gut aus? Brexy, komm nach oben. Das musst du dir anschauen. Hast du mich gerufen, Lumi? Ja, komm nach oben. Okay. Schau dir das an. Ich habe hier überall Stacheldraht hingemacht. Und sobald man da ranläuft, bleibt man da hängen. Und das wird ganz doll wehtun. Jetzt müssen wir hier noch Laser hinmachen. Dabei musst du mir unbedingt helfen. Weil alleine kriege ich das nicht hin, Brexy. Okay. Okay, okay. Dann mach du kurz Obsidian. Und ich kümmere mich schon mal um den Laser, okay? Okay, bis gleich. Bis gleich. Oh, Brexy, das hast du super gemacht. Dankeschön. Danke. Okay, okay. Schau mal. Jetzt machen wir hier überall Laser hin. Und zack. Da auch nicht vergessen. Ups. So richtig? Genau so. Schaut euch das an, Leute. Dagegen haben die Klone hoffentlich keine Chance, Brexy. Niemals. Und... Du hast hier sogar noch die Waffen. Ja, komm schon. Wir dürfen jetzt nicht aufhören. Wir müssen konzentriert bleiben. Wir müssen jetzt hier überall Laser hinmachen. Okay, Brexy, das sieht unwerfend aus. Guck dir unseren Bunker an. Das ist der Oberknaller. Da wird niemand reinkommen. Kein Klon wird rein hier kommen.
Ich hoffe das. Hast du schon die Kameras platziert, Braxy? Nein, soll ich das machen? Hol kurz die Kameras. Wir müssen hier unbedingt Kameras hinmachen. Okay. Komm schon. Luis, ich hab die Kameras. Okay, gib sie mir schnell. Ich platziere die. Ja. Warte. Hier. Oh, danke. 3, 4, 5. Bist der Beste. Dankeschön. Okay, Leute. Einmal zack. Mit allen Kameras. Und schaut euch das an. Jetzt kann ich hier reingucken. Und jetzt sehe ich immer, was vor unserem Bunker passiert. Okay, Leute, wir haben jetzt alle Kameras platziert. Ich glaube, wir sind startklar. Ich werde jetzt hier noch eine passwortgeschützte Truhe hinmachen. Das Passwort machen wir 2233. 2233. Und da mache ich jetzt alles Sichere rein, was wir noch brauchen. Ich glaube, was ist wichtig? Vielleicht eine Blume, falls es keine Blume mehr geben sollte, weil die Klone alles vernichten? Ich weiß nicht. Macht das Sinn, Leute? Weil was ist, wenn es danach kein Grünes mehr gibt und alles schwarz wird und alles verdirbt? Dann brauchen wir noch eine Blume. Das ist eine gute Idee. So, die machen wir hier rein. Die Blume könnte uns eines Tages retten. Okay, das sollten wir auch haben, Leute. Der Sand steht. Braxy fängt schon mit dem Kaktus an. Braxy, okay. Das machst du gut. Aber wollen wir den nicht 3 Blöcke hochmachen zur Sicherheit? Ich okay, weiß komm. Ja nicht. Okay, gib mir auch ein paar Kakteen. Komm schon, ich muss dir doch helfen. Ja, hier. Warte. Hier, bitteschön. Du bist der Beste, danke. Okay, jetzt nichts viel los, Leute. Wir müssen jetzt überall noch Kakteen hinmachen. So, genau. Und ich glaube, dann sollten wir ein für alle mal sicher gegen meine Klone sein. Und wenn gar nichts mehr hilft, haben wir auch noch unsere Waffen, Leute. Ihr seht das. Boah, ich habe schon richtig Lust, die Klone abzuschießen. Oh, Braxy. Die sind da. Oh, Lumi, die kommen. Oh, mein. Oh, schieß, Braxy, ich schieß. Nimm das. Oh Mann, Leute. Jetzt ist es an der Zeit. Jetzt wird sich entscheiden, ob unser Bunker ausreicht. Nehmt das, Lumis. Oh Mann, das bin alles ich, Leute. Das kann nicht sein. Ich darf das nicht zulassen. Nehmt das. Oh, ich muss nachladen. Komm schon, Braxy. Das sind viel zu viele. Schieß. Wir schaffen das. Braxy, die Bunkertür ist noch auf. Wir müssen die zumachen. Schnell. Dass da einer reinkommt. Okay, Braxy. Ich habe die Bunkertür zugemacht. Komm schon, nehmt das. Nehmt das, Lumis. Muss wieder nachladen. Komm schon. Das sind immer noch viel zu viele. Braxy, wie sieht's bei dir aus? Oh, ich habe gleich keine Munition mehr. Wir müssen uns nicht einfallen lassen. Ich schieß weiter. Oh, meine Munition ist gleich alle. Ich muss nachladen, Leute. Komm schon, Braxy, schieß. Ich schieß ja schon. Aber ich bin nicht gut im Schießen. Okay, ich hab ihn. Nimm das, genau. Du auch, weg mit dir. Oh nein, da kommen immer wieder neue Braxy. Da hinten sind auch noch richtig viele, aber die bewegen sich alle nicht. Ich glaube, die warten darauf, dass die hier tot sind. Und dann kommen die alle. Komm schon, weg mit euch. Okay. Braxy, wir schaffen das nicht. Wir brauchen neue Munition. Schnell Munition holen, Leute. Okay, Leute. Ich bin jetzt in unserem Bunker. Ich muss schnell neue Munition machen irgendwie. Hier liegt noch welche. Ich brauche die. Ich kann uns Granaten bauen. Oh, vielleicht ist das unsere Rettung, Leute. Ich brauche aber Schwarzpulver. Oh, komm schon. Irgendwo hatten wir auch Schwarzpulver. Ja, hier ist Schwarzpulver. Okay. Jetzt komm schon. Ich brauche ganz viele Granaten, Leute. Komm schon. Okay. Das sollte ausreichen. Jetzt nichts wie hoch. Zumachen. Und jetzt schnell zu Braxy. Braxy, was Lumi. Ist da so laut? Lumi, komm schnell. Beeil dich. Hier ist einer drin, Lumi. Nein. Achtung. Nein, wie hier ist einer drin? Hinter dir. Oh. Wer ist der echt? Ich weiß es nicht mehr. Schieß ihn doch ab, Braxy. Ich hab ihn, aber ich brenne. Lumi, geht's dir gut? Oh, ich weiß nicht, Braxy. Ich bin am Brennen. Nein. Das tut so weh. Nein, Lumi, halte durch. Okay. Braxy, schau mal, was ich gebaut habe. Ich habe Granaten gebaut. Boah, wirf eine schnell. Oh, ich habe eine geworfen, Braxy. Oh, die Entdeckung. Oh, das hat geholfen, Braxy. Jetzt schieß schnell. Aber jetzt ist unsere Deckung kaputt. Ist dir egal. Das sieht gut aus, Braxy. Okay, komm schon. Oh, da ist noch einer. Pass auf, ich schieß. Na, warte, nimm das hier. Oh, du bist der Beste. Braxy, es sind nicht mehr viele. Ich werfe noch eine Granate. Warte. Zack. Oh, geh in Deckung. Und zack. Oh.
Okay. Okay, okay. Okay, okay. Braxy, da hinten sind noch ein paar. Okay, okay. Komm schon. Braxy, wir haben es gleich geschafft. Es sind nicht mehr viele. Oh, Braxy, komm schon. Das sind die letzten. Schieß sie ab. Komm schon. Oh, ich habe gleich keine Munition mehr. Ich muss auch nachladen. Die letzten. Oh, Braxy, du hast mich angeschossen. Oh nein, Lumi. Warte, ich komme zu dir. Braxy. Ist dir gut? Ja? Ja, also unser Bunker sieht nicht so gut aus. Aber schau mal, da hinten sind nicht mehr viele. Braxy, wir müssen da jetzt hingehen. Das sind die letzten. Komm schon. Braxy, okay, komm. Braxy, lass sie uns erledigen. Du nimmst die da hinten und ich nehme die. Das sind neu gespawnt. Du musst die Spawner abbauen, Braxy. Schieß, okay, komm schon. Hinter dir. Oh, nimm das, Lumi. Und du nimmst das. Nimm die Granate. Okay, okay, okay. Komm schon, Braxy, wir schaffen das. Oh, das war ein Huhn. Aber warte, Braxy? Ja? Ich glaube, Braxy, ich glaube, wir haben es geschafft. Oh, ja, wir sind die Besten. Und weißt du, warum wir das geschafft haben? Warum, Braxy? Weil alle geliked haben. Und weil wir zusammengehalten haben. Richtig. Oh. Braxy, aber schau mal, unser Bunker, der sieht nicht mehr so ganz aus, aber das Wichtigste ist, wir haben es geschafft. Das ist wichtig und richtig. Was war da? Hallo? Warte mal. Was? Leute, das sind... Oh mein Gott. Rennt. Schnell, Braxy, mach auf. Halt dich, Lumi. Lass uns rein. Ach du heiliger Bimbam. Siehst du das, Braxy? Das sind tausende Hannas, tausende Mädchen. Oh nein, das gibt's nicht, Leute. Was ist denn da passiert? Oh weia. Das Tor hält auch nicht stand, wenn die jetzt einfach kommen würden. Oh, ihr habt recht. Sag mal, wir haben doch unsere Sicherheitskiste. Und da sind richtig viele Sachen drin. Wir können zum Beispiel einen Fahrstuhl bauen und uns unten einen kleinen Geheimtunnel machen. Okay, ich nehme hier alle Sachen raus. Und jetzt bauen wir die sicherste Jungsbase, die ihr je gesehen habt, Leute. Oh, das ist eine super Idee. Komm, lass uns anfangen. Okay, dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier den Grundriss. Dafür machen wir einmal hier. So, das Ganze machen wir 2, 3, 4, 5 und 6 Blöcke hoch. Weil, Braxy, die Base muss ja auch groß sein und standhalten. So, jetzt gehst du bis darüber. Genau, und du brauchst jetzt auch 6 Blöcke hoch. Okay. Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Das Ganze müssen wir jetzt noch bis dahinter machen, Braxy. So, okay. Das sieht doch hervorragend aus. Aber warte mal. Oh nein, Braxy, siehst du das? Wie kommt Hannah denn jetzt raus? Oh Mann. Wollt ihr mir hier raushelfen vielleicht? Meine Zuschauer können jetzt helfen. Oh Leute, könnt ihr vielleicht jetzt alle den Kanal innerhalb der nächsten 3 Sekunden abonnieren, damit wir eine Leiter bekommen und Hannah hier raushelfen können? Das wäre super nett. 3, 2, 1. Oh, danke schön. Schaut mal, wir haben eine Leiter bekommen. Okay, Hannah, ich werfe dir jetzt die Leitern zu, okay? Und okay. Zack. Jetzt komm schnell raus hier, komm schon. Oh, da bist du ja, Hannah. Oh, Gott sei Dank, jetzt bist du... Warte mal, oh nein. Hört ihr das? Die Mädchen machen schon ganz komische Geräusche. Oh nein. Oh, Leute, wir dürfen keine Zeit verlieren. Wir müssen die Jungsbase fertig bauen. Wir müssen den Fahrstuhl bauen. Okay, dafür, Leute, ich zeige euch das. Machen wir hier einmal eine Wand hin. So, das wird ein waschechter Fahrstuhl. Dafür machen wir zack. Okay, einmal hier. So und zack. Okay, passt auf, so sieht das aus. So, und jetzt pass auf, Braxy. Ich habe hier ein Loch reingemacht. Und schau mal, ich habe jetzt hier so ein Ziffernblatt. Siehst du das? Damit können wir gleich den Fahrstuhl steuern und dann können wir nach unten fahren. Boah, wie cool. Los, beeil dich. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Oh, ich überlege gerade, wie das funktioniert. Ich glaube, ich muss erst die Fernbedienung nehmen. So, dann wird das Ganze einmal verbunden. Genau so. Und jetzt, pass auf, kommt hier einmal das Kontrollzentrum hin. Und jetzt müssen wir das nur noch verbinden. Genau so. Und das ist Etage 1. Perfekt. Okay,
so sieht das Ganze jetzt aus. Jetzt müssen wir nur noch die nächste Etage nach unten machen. Okay, wir haben uns jetzt nach unten gegraben. Geht's euch gut? Oh, ja. Seid ihr bereit, den Fahrstuhl zu bauen? Oh, okay, ja. Okay, pass auf. Jetzt muss hier auch nochmal das Ganze hin. Zack. Und das Ganze ist Etage 2. Perfekt. Seid ihr bereit, den Fahrstuhl auszuprobieren? Oh, drück drauf, drück drauf, drück drauf. Okay. Und Abfahrt. Wow. Oh, au. Oh, oh. Braxy, du darfst nicht runterfallen. Du musst den Fahrstuhl schon richtig benutzen. Oh, ich bin da runtergefallen. Warte. Halt mich. Nein, nicht, Hanna. Aua, Hanna. Okay, komm schon. Lass uns jetzt nicht weiter Blödsinn machen. Wir müssen die ganze Erde jetzt mit unserem blauen Stein ersetzen. Komm schon, helft mir. So, alles weg. Hier muss jetzt überall der blaue Stein hin, Leute. Habt ihr schon mal so einen coolen Fahrstuhl gesehen? Ich glaube, das ist mir auf jeden Fall sicher. Da seid ihr ja. Kommt schnell rüber. Ihr müsst mir hier helfen, überall Sand hinzumachen. Oh, und zack, und zack, und zack. So, so, kommt schon. Wir müssen nämlich jetzt hier überall Sand hinmachen. So, genau so. Die machen wir um die komplette Base rum, Leute. Das wird so heftig. Die krasseste Jungs-Base wird das. Glaubt mir, so eine krasse Base habt ihr noch nie gesehen, Leute. Wir dürfen ja keine Zeit verlieren. Braxy, meinst du, wir sind sicher vor den ganzen Hannas? Also wir haben jetzt hier Spinnweben, Kaktus, Laser. Ich glaube, Hanna baut gerade unten den Tunnel weiter. Was hältst du aber davon, wenn wir hier außenrum noch Lava hinmachen? Boah, ja, das ist eine gute Idee. Oh Mann, ich habe schon richtig Angst, wenn gleich die ganzen Mädchen kommen werden, Braxy. Schaut mal, Leute, wie gut das aussieht. Wir sind gleich fertig. Wir haben jetzt einen richtig langen, großen Lavasee um die Jungs-Base drum gebaut. Das wird der Oberknaller. Oh, Braxy, komm schon, mach schneller, mach schneller. Ich lauf ja schon, warte mal. Wir brauchen mehr Lava. Ja, oh, mach schon hier. Nimm dafür das, das brauche ich alles nicht mehr. So, jetzt kommt hier frische Lava hin. Oh, Braxy, ich brauche noch einen Eimer. Oh, Mann, Lumi, das ist mein letzter Eimer hier. Okay, warte, Wittl. So, perfekt. Okay, Leute, das sieht doch super aus. Okay, schaut mal. Okay, aber ich habe jetzt hier noch einen kleinen Weg hingemacht, weil... Oh, Oh, war das heiß. Man muss sich ja auch noch durchlaufen können. Okay, Leute. Also, ich glaube, unser Jungs-Base sieht schon mal ganz gut aus. Braxy? Ja? Findest du nicht, wir sollten mal nachschauen, ob es Hanna gut geht? Die ist schon sehr, sehr lange unten im Tunnel. Ich hab schon gelauscht. Ich glaube, mit der stimmt was nicht. Oh nein, wir müssen schnell rein, Braxy. Hanna? Hi, Jungs. Oh, du hast ja einen richtigen Gaming-Raum eingebaut. Etwa, dass, falls wir länger hier unten bleiben müssen, wir ganz viel zocken können. Ja, und zur Überwachung von den bösen Hannas. Oh, wir dachten schon, dir geht's nicht gut, weil Braxy hat mir erzählt, dass du komisch bist. Kann ich kurz mit dir reden, Lumi? Alleine. Braxy? Lass uns alleine. Was ist los, Hanna? Ich habe das Gefühl, dass Braxy mich nicht mag und mich zu den bösen Hannas schmeißen möchte. Oh nein, das werde ich nicht zulassen, Hanna. Mach dir keine Gedanken. Schau mal, du hast so ein schönes Zimmer gebaut. Wir sind hier sicher. Zur Not machen wir die Tür zu. Braxy hat dir gerade so eine komische Tür angebracht. Schau mal, die kann man so richtig cool auf- und zumachen. Ist das nicht cool? Okay, Leute, ich würde sagen, wir müssen jetzt eigentlich nur nach oben einen kleinen Turm drauf machen, womit wir mit den Fahrstühlen nach oben fahren können, damit wir auch von oben einen guten Ausblick haben und sehen, ob die ganzen Hannas da sind. Oh, Mann. Hörst du das? Oh, oh, die Geräusche kommen wieder. Ich glaube, die ganzen Hannas kommen alle auf Position. Wir müssen schnell unsere Waffen holen. Kommt schnell nach unten. Leute, ich glaube, es ist an der Zeit. Der Kampf beginnt. Oh Mann, ich hoffe, unsere Base ist sicher genug. Also, wir gehen nochmal alles durch. Also, wir haben die Lava außen. Die wird die Mädchen auf jeden Fall aufhalten. Falls das nicht reichen sollte, haben wir auch noch einen Holzzaun. Danach kommen richtig kräftige Spinnweben. Und ich hoffe, davor haben die Mädchen auf jeden Fall Angst. Wenn
Wenn das immer noch nicht reichen sollte, kommt der Kaktus zum Einsatz. Der wird auf jeden Fall ganz doll pieksen, also ich hoffe, der hält das aus. Und falls das immer noch nicht reicht, haben wir in der Base ganz viele Laser platziert. Die sind richtig, richtig heiß. Und falls der Laser nicht ausreicht, haben wir noch richtig dolle Stacheln. Die sind auch richtig, richtig stark. Und nicht zu vergessen ist unser Fahrstuhl, der bis nach unten in den Keller geht. Und zu guter Letzt gibt es noch den einzig wahren Braxy. Der steht uns auch zur Hilfe. Aber das reicht jetzt auch. Wir haben genug Filme gemacht, Braxy. Jetzt, okay. jetzt sollten wir wirklich anfangen, weil ich glaube, die ganzen Mädchen kommen schon. Oh weia. Okay, aber Braxy, wo ist Hannah? Wir müssen uns in Sicherheit bringen. Hannah? Oh, die ist hier drin. Da bist du. Wir müssen in den Keller. Wir müssen jetzt auf das Zeichen warten. Oh, kommt alle nach unten. Zack, es geht los. Okay, jetzt alle auf die Plätze. Kommt schon. Tür zumache. Okay, guck in die Kameras. Wie sieht's aus, Braxy? Oh, der Alarm bricht aus. Oh nein. Hört ihr das, Leute? Oh nein. Meinst du, es geht los? Aber sowas von. Oh Mann, Leute, es ist an der Zeit. Jetzt wird sich entscheiden, ist die Jungs-Base sicher genug, um die Mädchen zu besiegen? Oh, bleibt bis zum Ende dran. Jetzt wird es richtig spannend. Falls ihr denkt, dass die Mädchen gewinnen sollten, dann lasst auf jeden Fall jetzt ein Like da. Und falls ihr denkt, dass die Jungs-Base gewinnt, dann abonniert jetzt alle den Kanal. Oh, ich hoffe, wir gewinnen das. Nein! Hannah, das bist alles du. Guck dir an. Oh, oh, die kommen rein. Braxy, wir brauchen einen Bogen. Schnell, schnell, schnell. Schieß sie ab. Oh, das sind viel zu viele. Oh, Hannah, guck dir das an. Die wollen alle in die Base eindringen. Die kommen schon rüber. Schieß. Oh mein Gott. Kommt, schießt um euer Leben. Nehmt das, ihr bösen Monster. Hannah, komm schon, du musst schießen. Wir müssen unsere Base verteidigen. Das sind viel zu viele Mädchen. Oh weia, nimm das. Okay, Braxy, die kommen immer näher. Die sind schon direkt vom Aufzug. Komm schon, wir müssen die alle abschießen. Und zack. Oh. Oh. Die kommen alle, die kommen. Oh mein Gott, Leute. Ich glaube, das sind viel zu viele. Oh. Ihr müsst uns alle die Daumen drücken. Komm schon, die Jungs-Base muss das aushalten. Wo sind alle Jungs? Lass schnell ein Like da. Wir müssen das schaffen. Nehmt das, ihr Monster. Oh, ich glaube, das sind zu viele, Braxy. Wir schaffen das. Warte mal. Warte mal. Seht ihr das, Leute? Die haben den Zaun durchbrochen. Braxy, schau mal. Oh nein. Nein. Die sind schon alle unten. Das wird zu viel. Braxy, wir sollten jetzt nach unten gehen. Das schaffen wir nicht mehr. Komm schnell. Hannah, komm schnell her. Wir müssen nach unten. Okay. Oh, Leute, was sollen wir nur machen? Oh, sieht's hier gut aus? Ich glaube... Oh, oh. Hier sind überall Hannahs. Braxy. Aua. Hilfe. Braxy, komm rein. Das sind zu viele. Wir müssen wieder nach oben. Schnell. Warte mal. Braxy. Die sind alle hier drin. Oh, die sammeln sich hier alle. Braxy, die sind vorm Eingang. Wir haben ein richtig dickes Problem. Und warte mal. Wo ist Hannah überhaupt? Oh nein, nicht, dass wir Hannah jetzt... Vielleicht ist Hannah im Keller. Braxy, wir müssen unsere Jungs-Base verteidigen. Schieß so viele Pfeile, wie du kannst. Oh, Leute, das sind echt zu viele. Ich glaube, wir schaffen das nicht, Braxy. Wir müssen Hannah suchen. Wir müssen wieder nach unten. Komm schon. Wir fahren jetzt ganz nach unten. Komm schon. Hannah, bitte sag, dass du hier unten bist. Hannah? Umi? Braxy, sag nicht, wir haben Hannah verloren. Leute, was sollen wir nur machen? Braxy, wir haben keine andere Wahl. Wir müssen Hannah finden. Und das kann nur einer von uns beiden. Ich mache das, Braxy. Es ist meine Aufgabe. Nein, Lumi, warte. Wir haben keine andere Wahl, Braxy. Unsere Base hält das sonst nicht stand. Oh, Goldäpfel. Oh, eine Diamantenrüstung. Braxy, ich danke dir. Bleib du hier unten und pass auf dich auf. Ich werde Hannah nun suchen gehen. Hannah! Hannah! Oh! Wo bist du? Ich,
Ich finde dich nicht. Das sind zu viele. Braxy. Braxy. Wo bist du? Ich hab's nicht geschafft, Hannah zu finden. Ich konnte Hannah nicht finden. Drück auf den Knopf. Den Knopf, um die Waffen zu aktivieren. Meinst du, wir sollten das tun? Ich meine, es besteht die Möglichkeit, dass die Raketen die komplette Base zerstören und wir auch dabei sterben, Braxy. Drück da drauf. Bist du dir sicher? Braxy, ja. Das könnte unser Ende sein. Wir müssen es tun. Drück okay. Drauf. Braxy, ich drück drauf. 3, 2, 1. Braxy? Tommy? Geht's dir gut? Oh nein! Oh nein! Aber alle Mädchen sind verschwunden! Die Bombe hat alles zerstört, Braxy! Aber wo ist Hannah? Hannah! Oh nein, Leute! Ich glaube, wir haben Hannah verloren. Hä? Warte mal. Hä? Was ist das? Was ist hier so? Erdbeben, Leute! Erdbeben! Geht zurück ins Haus! Odi! Warum? Warte mal. Odi ist einfach ein Dussel. Ja, aber warum ist denn hier so... Alles ist so laut und der Boden wackelt. Das ist wie, als wäre hier... Was? Ach du... Heiliger Bimba! Das bin ja ich! In Riesig! Ich laufe nach Hause! Ich glaube... Braxy, der kommt direkt auf uns zu! Mach schnell auf! Sofort, lass mich rein! Ach du heiliger Bimbam! Braxy, das bin ich! Aber in Riesig! Und er hat ein Schwert! Braxy, ich glaube, er will hier reinkommen! Oh nein! Ich glaube... Braxy, was? Was macht der? Der will reinkommen! Nein, wir haben nicht viel Zeit! Wir müssen zu unserem Haus und es sicher bauen. Beeile dich. Schnell. Los. Oh, weia. Leute, einfach ein riesengroßer XXL-Lumi versucht, in unsere Base einzubrechen. Oh Mann, Leute, wir müssen unser Haus sicher machen. Ich habe eine coole Idee. Und zwar, damit die nicht reinkommen, zeige ich euch was. Schaut mal, ihr müsst mir jetzt helfen. Und zwar vor dem Haus, wir machen dann hier gleich noch einen Lavasee. Aber davor, passt auf, ungefähr hier... buddeln wir einen kleinen Graben. So, jetzt müsst ihr ganz genau aufpassen. Jetzt brauchen wir einen Kolben. Habt ihr noch ein paar? Weil die machen wir dann dahin. Darauf machen wir dann einen Magma-Block. Und Braxy, ich bräuchte jetzt einmal ein paar Steinstufen. Hast du ein paar Stufen für mich? Natürlich. Oh, das ist lieb. Dankeschön. Jetzt ganz genau aufgepasst. So, passt auf. Dann hier oben kommt jetzt eine Stufe hin. So, und jetzt zeige ich euch, was ihr seht. Wir müssen jetzt hier davor machen wir dann überall Redstone hin, zack. Und da drüber, wartet, machen wir jetzt einfach eine Druckplatte, so. Und wenn diese Baby-Lumis dann kommen und hier drüber laufen, seht ihr schon, kommen die hier nicht durch. Siehst du, man kann da nicht durch. Das heißt, die haben keine Chance, in unsere Base einzudringen. Das müssen wir jetzt um das komplette Haus rumbauen, habt ihr verstanden, ne? Los. Und zack. Und jetzt bauen wir hier ganz drüber eine richtig große Laserwand. Oh, warte, ich will auch nach oben. Und zack, wow. Oh, Braxy. Okay, ich habe auch noch ein paar Stufen. Jetzt müssen wir nur nach drüben bauen und überall Laser platzieren. So, dann brauchen wir die Shieldpads. Warte. Und zack. Okay, jetzt markieren wir das Ganze. Zack. Und jetzt müssen wir nur nach unten... Und zack. Wow. Guckt ihr das an? Und das, Leute, machen wir jetzt um das komplette Haus rum. Ich glaube, Braxy, das wird die stärkste Base aller Zeiten. Definitiv. Okay, jetzt würde ich sagen, ist der Kaktus an der Reihe, Leute. Das heißt, Braxy, wir müssen hier auf jeden Fall jetzt überall fleißig Sand platzieren. Das heißt, wir müssen jetzt hier überall Löcher buddeln, weil hier muss überall gleich Sand hin, okay? Okay. So, fleißig buddeln, Leute. Jetzt heißt es wieder ganz viel Erde abschaufeln. Und zack. Super macht ihr das. Und den letzten Kaktus. Oh, ich glaube, Jungs, wir sind fertig mit dem Kaktus, oder?
Das sieht so cool aus. Oh Mann, wartet, das müssen wir uns von oben angucken. Mein Jetpack sitzt. Oh, guckt euch unsere riesen Base an, Leute. Sieht das nicht krass aus? Ich meine, wir haben einfach überall Kakteen um die Base drum gemacht. Dann haben wir unsere Mega-Laser. Aber hier drin fehlt noch was. Wartet. Und zack. Ich glaube, hier oben müssen wir auch noch was platzieren. Oh, ich weiß was. Ich will überall Stacheldraht oben auf die Laser drauf machen, Braxy. Falls der Riesenlummi versucht, drüber zu klettern. Weißt du, was wir hier platzieren? Ja, ich will da Stacheldraht hinmachen. Nein. Deine Kanonen. Aber die können wir nur in die Ecken machen. Dazwischen müssen Stacheldrähter hin, Braxy. Ja, das meine ich ja. Also ja. Hier in der Ecke deine Kanone und hier in der Mitte Stacheldraht. Okay, das machen wir so, Leute. Oh nein, wartet mal. Sehe ich das richtig? Ah! Oh Mann, oh nein. Braxy, siehst du das? Ich glaube, der Riesenlummi ist da. Er steht direkt am Eingang. Oh und mein Gott. Er ist riesig. Und wo ist Odi? Odi? Komm nicht hoch! Geht weg, ich hab mich eingesperrt! Ey, lass uns hoch! Mach sofort auf, Odi! Nein, niemals! Oh, Braxy hat uns einfach ausgesperrt. Was machen wir jetzt? Mann, Braxy, wir... Oh, er kommt rein! Braxy, er ist drin! Er kommt! Wir müssen auf das Dach sofort. Komm runter, wir müssen unsere Jetpacks nehmen. Oh, oh nein, er ist schon da! Schnell, nimm dein Jetpack! Oh nein, Braxy, er ist direkt hier unten. Was hat er vor? Oh, er läuft um die Base rum. Oh Mann, was machen wir jetzt, Braxy? Ich weiß es nicht. Ich hab einen Pfeil und Bogen. Hier, nimm du mal den Bogen. Ich glaube, er schaut sich gerade die Base an. Er merkt, dass er keine Chance hat, hä? Was willst du machen gegen unsere Riesenbase? Gegen diese Laser kommst du nicht an, du Fiesling. Ah, Braxy, komm genau. Schieß auf ihn. Ich nehm... Weg mit dir. Hä? Braxy? Er läuft raus. Ich glaube, wir haben ihn verjagt. Du hast ihn Angst eingejagt mit deinem Bogen, Braxy. Er ist weg. Oh Mann, das haben wir super gemacht. Braxy, schlag ein. Komm her. Boah, ich bin stolz auf... Hörst du das? Was? Was zur Hölle? Warte mal. Braxy, schau dir das an. Er kommt zurück. Und er hat eine kleine Armee mitgebracht. Braxy, wo bist du? Ich glaube... Braxy! Ich bin nach unten. Schau dir das an. Braxy, die versuchen reinzukommen. Es geht los, Leute. Aber schau mal, die kommen nicht rein. Es funktioniert. Unsere Blöcke blocken die. Oh nein, und der Riesenlumi baut den Kaktus ab. Er versucht einzubrechen. Schnell, schieß ihn ab, Braxy. Nimm das. Was? Komm schon, schieß weiter. Nein, schau mal unten. Die sind durchgebrochen, Braxy. Die Lumis kommen rein. Er baut das auf. Oh nein, das gibt's nicht. Oh Mann, Leute. Odi, komm uns helfen. Odi, komm uns helfen. Lasst mich in Ruhe. Ich habe Angst vor dem Riesen-Lumi. Oh Mann. Komm. Oh Leute, unsere Base. Er baut einfach alles ab. Oh nein, oh nein, oh nein. Schaut mal. Oh, die kleinen Lumis. Zum Glück haben wir die Lava platziert. Komm, schieß immer weiter, Braxy. Oh nein, oh nein. Wir müssen das anders anstellen. Das wird nichts, Braxy. Schnell. Wir müssen rein ins Haus. Oh, er ist gleich drin. Oh, schieß weiter, Braxy. Oh, die Baby-Lumis. Oh, komm schon, schieß sie ab. Oh Mann, Leute, ich kann es nicht glauben, dass einfach ein riesiges Ich versucht, in unsere Base einzudringen. Braxy, ich fliege nach hinten mit meinem Jetpack. Warte. Ich bin hinter dir, Lumi. Guck doch. Ja, ja. Oh nein. Braxy, er verfolgt mich. Er hat sein Schwert rausgeholt. Braxy. Nein, nein, nein. Oh, komm schon. Oh, hör auf damit. Bleib stehen. Oh nein. Und die ganzen Baby-Lumis verfolgen mich. Oh nein. Braxy. Mein Treibstoff geht leer. Braxy. Mein Treibstoff. Oh nein, oh nein. Oh nein. Braxy. Braxy. Helf mir, helf mir. Mein Treibstoff ist alle gegangen. Die kleinen Lumis greifen mich an. Lasst Lumi in Ruhe. Oh, geht weg. Oh nein, oh nein. Aua, aua, Braxy. Hilfe. Oh, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Wir müssen irgendwie zurück in die Base. Oh nein, hier sind zu viele Baby-Lumis. Mann, das sind viel zu viele. Und oh nein, der Riesen-Lumi ist auch hinter mir. Ah, lauf, Lumi. Oh, wir müssen... Nee, geht weg. Geht weg. Oh, oh, die sind zu stark. Braxy, wir müssen irgendwie zurück ins Haus. Warte, warte, warte. Oh nein, 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 ich kann es nicht glauben. Braxy, mach irgendwas. Irgendwas. Ich mach schon irgendwas. Oh nein, hier spawnen immer neue Erdspawner platziert. Nein, nein, nein.
Wir müssen irgendwie rein in die Base. Oh, schnell, Braxy, komm rein, beeile dich. Mach zu. Oh nein. Leute, der Riesen-Lumi ist zu stark. Er hat schon so viel kaputt gemacht. Oh, die kleinen Lumis. Oh nein, er hat TNT dabei. Braxy, was schlägst du vor? Was machen wir jetzt? Ich weiß es nicht. Odi, komm uns helfen. Wir brauchen deine Hilfe. Odi, komm runter. Ich werde niemals rauskommen. Oh Mann, Leute. Der Riesen-Lumi. Oh nein, er hat TNT dabei. Ich glaube, er ist gleich drin. Leute, wir brauchen jetzt eure Hilfe. Bitte, ihr müsst jetzt alle schnell das Video liken und abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Das ist die einzige Chance. Kommt schon, Leute. 3, 2, 1. Okay, danke schön. Braxy, nein. Ich glaube, oh Mann, was hat er vor? Er hat TNT platziert. Nein, er jagt es hoch, Braxy. Oh nein. Er fängt an, unsere Base zu zerstören, Leute. Ich fass es nicht. Braxy, wir brauchen einen Plan B. Gib mir Pfeile. Ich muss auch mit dem Bogen schießen, Braxy. Oh, danke schön. Und jetzt schieß. Schieß auf. Los. Ihr bösen Lumis, verschwindet sofort. Oh Mann, ich habe das Gefühl, der Riesen-Lumi ist unbesiegbar. Oh, Braxy, unternimm doch was. Komm schon. Oh nein. Braxy, alle Baby-Lumis sind tot. Aber er hat alles kaputt gemacht. Er ist drin. Oh nein, Braxy. Was machen wir, Odi? Es ist jetzt an der Zeit, uns hochzulassen. Lass mich in Ruhe. Oh, nein. Aua. Oh, bleib hier hinten, Braxy. Nicht ans Hausfenster rangehen. Er ist direkt vor uns. Verschwinde. Riesen-Lumi. Er macht die Fenster kaputt, Braxy. Oh nein, ich hab Angst. Er macht alles kaputt. Oh Mann, Leute. Ich hab das Gefühl, das war's mit uns. Oh nein, Braxy, er zündet unser Haus an. Nein. Oh nein. Hör auf damit. Riesen-Lumi, unterlass das. Aua. Alles brennt, Braxy. Er hat unsere Base zerstört. Alles geht in Flammen auf. Oh, was sollen wir jetzt machen? Ich weiß es nicht. Verschwinde. Lass uns in Ruhe. Oh nein, er guckt mich so böse an, Leute. Als wäre das Ende. Oh, bitte, Leute, ihr müsst uns helfen. Oh nein, verschwinde. Stirb, Braxy. Wir müssen irgendwie raus. Jetzt, renn. Jetzt oder nie. Du kriegst uns nicht, Riesen-Lumi. Oh, Braxy, schnell. Mach die Spikes weg. Helf mir. Er kommt. Beeil dich. Rüber, sofort. Okay, wir sind raus. Oh, ich habe all meine Sachen abgelegt, die waren zu schwer. Sonst konnte ich nicht so schnell laufen, Leute. Oh nein, wir werden verfolgt von den Baby-Lumis. Braxy, der Riesen-Lumi. Aber wir müssen doch Odi helfen, Braxy. Er ist noch im Haus drin. Lass uns erstmal in Sicherheit gehen, dann holen wir Odi ab. Oh nein, er will uns den Weg abschneiden. Nein. Hör auf. Braxy. Oh nein. Es ist vorbei. Nein! Odi. Es war eine schöne Zeit mit dir. Rex. Odi, mein Freund. Wieso hast du dich nur eingesperrt? Braxy, er hat sich für uns geopfert. Wir sind gerade noch davon gekommen. Aber ich glaube, Odi hat's nicht geschafft. Leute, was machen wir nur jetzt ohne unseren Odi? Wir müssen einen Weg finden. Ich kann das nicht mehr machen. Um ihn zurückzuholen. Vielleicht lebt er noch und hat sich irgendwo tief im Haus versteckt, Leute. Wir müssen ihn finden. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und checkt meine Freunde in der Videobeschreibung ab. Und bevor ihr geht, drückt rechts auf das Video drauf. Das müsst ihr euch auch noch anschauen. Das ist auch echt cool geworden. Ansonsten... bis zum nächsten Mal.